Ekstase ist ein vollkommener Ausdruck von dem, wie wir im Moment sind. Die Intensität der Ekstase baut sich zunehmend auf, je größer die Bereitschaft für das innere Feuer, was in uns brennt, ist, das zu verwirklichen, das zu leben, wo uns das Herz hinführt und das, was die Seele von uns verlangt. Diese Intensität, die sich zunehmend in uns aufbaut, ist unaufhaltsam. Sie ist das größte Magnet, was uns permanent aufwärts zum Gott zieht, diesem göttlichen Funken immer näher zu kommen und dessen Ausdruck zu leben. In dem Moment, in dem ich der Ekstase begegnet bin, war es wie ein Loslassen, ein Ja sagen, ein sich einlassen auf das, was in dem Moment erlebt werden möchte, was in mir Raum bekommen wollte. Und ja, das ist für mich die Hingabe. Die Vorbereitung in diesem Seminar war gezielt durch die Übung, die wir gemacht haben, euch zu dem Körper als erstes hinzuführen. Aus diesem Grund sind wir am ersten Tag auf den Berg gegangen, den Bukharach-Berg, und jeder Schritt in dem Moment, wo die Herausforderung auf uns zukam, erforderte vollkommene Präsenz. So habt ihr bei dieser Wanderung 50% der Routine auf dem Berg gelassen und seid euch näher gekommen, näher dessen, was in euch wirklich ist. Es war gar nicht anstrengend. Ich muss immer wieder an Ägypten denken. Kein Sonnenbrand, wenn du mit deinem Guru unterwegs bist. Nächster Tag, die Wanderung zu den Höhlen und die Segnung hat in euch eine Bewegung reingebracht, die euch wieder erinnert hat an die Wärme eures Herzens. So konnte das, was sich in euch erinnert hat, wieder in den Vordergrund treten. Und so konnte der Energiekörper mit eurer Seele in Verbindung kommen. Ich habe die Energie da in der Höhle. Ich habe sie durch dich wahrgenommen, als du mich angeschaut hast und mich gesegnet hast. Da hat sich was geweitet. So ein Gefühl von ganz viel Herzenswärme, ganz viel Weichheit.
Es war so wirklich so füllend und alles da, alles an Qualität da, aber auch alles erlaubt. Der dritte Tag, an dem alles weicht und ein Ankommen stattfindet an dem Ort, wo ihr seid und das, was den Ort alles umgibt. Und die Verbindung zum Alten auf Entfernung geht. An diesem Tag konntet ihr durch das Reinigungsritual in dem Abschied des Alten eure Muster erkennen. Und bei jedem ist gestern was aufgeblitzt. Genau bei diesem Reinigungsritual. Und dann war das wie weg. Also ich habe es gezeigt, wie ich mich gefühlt habe und dann war es weg. In eine schöne Atmosphäre sich fallen zu lassen und mit dem zu zeigen, ist genau die höchste Reinigungsform, die es überhaupt gibt. Der heutige Tag eröffnet neue Möglichkeiten und neue Fenster für Kreativität, aber auch neu gewonnene Energien, die anwesend sind. Und bei Überprüfen dessen, was ich gerade gesagt habe, wird jeder feststellen, dass es eine hochschwingende Klarheit im System herrscht. Reinheit. Reinheit vom Sehen, Reinheit vom Energiefluss, der komplett ausgerichtet ist. Also das ganze Körpersystem ist jetzt auf das vorbereitet, um eine größere Energie zu öffnen oder einer größeren Energie zu begegnen durch das Empfangen.